Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wie schon erwähnt, sind wir wieder ein bisschen am Aufholen hier von Seven Wars Wild und ich bin leider immer noch slash schon wieder ein bisschen krank. Also falls ich mich verschnupft anhöre, ich bin es tatsächlich auch, ja. Ich freue mich aber, die letzte Folge Seven Wars Wild war insane gut mit der neuen Challenge. Ich habe richtig Bock, in die neue Folge reinzugehen, aber davor haben wir natürlich jetzt erstmal hier noch das Behind the Scenes von Dave zurück in die Zivilisation. Super interessant. Ich denke, es wird hier logischerweise um die Abholung von Nova gehen und wie sie das erste Mal wieder was Richtiges ist, Kommunikation mit ihren Liebsten, was ihr ja am meisten gefehlt hat. Da bin ich super gespannt, wie das ablaufen wird. Wenn wir da so einen richtigen Einblick haben, dass, wenn das richtig begleitet wird, wie es ihr dann wieder geht, da habe ich Bock drauf. Das heißt, wir gehen jetzt rein bei Seven Wars Wild zurück in die Zivilisation. Ich habe richtig Bock. Morgen kommt die Reaction auf Folge 11, gebrochen. Und dann haben wir quasi aufgeholt, weil es dann morgen auch direkt die Reaction auf Folge 12 geben wird. Ja, nur dass du Bescheid wirst. Das heißt, wir sind dann auch wieder up to date. Und dann ist auch wieder alles im geregelten Ablauf. Keine Sorge, Friends. Und ja, ich hab Bock. Wir gehen rein. Let's go. Am Tag 4 sendet Nova dem Team einen Code Yellow, was bedeutet, dass Seven vs. Wild für sie genau hier endet. Yes. In dieser Folge behandeln wir die Abholung aus Sicht des Teams und gehen darauf ein, wie der Alltag im Basiscamp aussieht. Wenn euch das Behind the Scenes gefällt und ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und wichtig, weitere Folge. Wichtig. Ehrlich, das Behind the Scenes ist bis jetzt unfassbar geil. Nicht zu verpassen. Ganz ehrlich. Viel Spaß. Das heutige Video wird euch präsentiert von Igral. Igral ist ein Cashback-Anbieter, bei dem Igral über 1800 Online-Shops gelistet sind und ihr so bei fast jedem eurer Online-Einkäufe sparen könnt. Dazu gehören About You, Mediamarkt, Booking.com, falls ihr so wie wir eine Reise zu buchen habt und natürlich noch eine Menge weiterer Shops. Und das Ganze funktioniert so. Wenn ihr mit Igral in einem Partnershop etwas kauft, erhält Igral eine Provision, die bis zu 90% an euch weitergegeben wird, ihr also Geld zurückbekommt und genau dadurch Geld spart. Das Beste, das Ganze ist kostenlos. Kein Vertrag, kein Abonnement und keine versteckten Kosten. Es ist und bleibt kostenlos. Neben der Igral-App für iOS und Android gibt es eine Browser-Extension, die euch sofort anzeigt, wenn ihr in einem Igral-Partnershop unterwegs seid, also Geld sparen könnt. Über den ersten Link und wirklich nur über den ersten Link erhaltet ihr exklusiv 10 Euro Startguthaben anstatt den 5 Euro, die es normalerweise gibt. Checkt das also aus, fangt an zu sparen bei den... Das ist strong, ey. Also actually strong. ...Käufen, die ihr eh im Internet tätigen würdet. Ich bedanke mich vielmals bei Igral und euch viel Spaß mit dem Video. Ich hab so Bock. Wo starten wir? Wo gehen wir rein? Alles gut. Sehen wir die Abholung noch? Okay. Alles ist gut. Hi, ich bin Nova. Ich bin Streamerin und YouTuberin. Und ich gehe an die ganze Sache ehrfürchtig, aber auch sehr motiviert ran. Ey, wie cool, dass wir so noch so ein paar Worte hier haben. Ey, geil. Das ist richtig rund. Und ich werde versuchen, die meisten Kokosnüsse aufzumachen, wenn es mir gelingt. Und hoffe auf jeden Fall, dass ich länger als Dave und länger als 2 Tage durchhalten werde. Ja, hat sie erreicht. Beides. Länger als Dave und länger als 2 Tage. Geil. Hey. Ich habe einen richtig geilen Spot. Ey. Coconut Tree. Was mache ich hier? Oh, was für geile Aufnahmen haben wir hier noch. Ich hab Bock. Geil. Ich bin stolz. Ich hoffe, ich darf das sein. Ja. Ich fange jetzt schon an durchzudrehen. Ah. Ups. We are castaways. Ach ja, Mann. Bin ich so richtig so fertig. Einfach. Wird ein bisschen emotional das direkt schon. Ultra gut. Ah, wie geil. Ich bin gerade voll begeistert von mir selbst. Ja, der Bogen war nichts leider. Ich hab so Bock, diesen Knopf einfach zu drücken. Warum ist es so anstrengend? Also warum ist es so schwierig für mich gerade? Seven Wars Wild! Geil! Woo! Oh. Ach Mann, ey, das tut mir echt leid, Mann. Sie so zu sehen, keine Ahnung. Ich bin stolz auf sie, ganz ehrlich. Ich habe das von mir gar nicht gekannt, dass ich so verzweifelt war. Also ich habe so... Krass. ...geschrien auch richtig und so geweint. Ich war so panisch einfach. Das war wirklich der Grund, wo ich dann auch gesagt habe, so, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt hier abbrechen. Also wir haben im Endeffekt einen Code Yellow von Nova bekommen, werden jetzt als nächstes die Koordinaten sichern, uns mit Clemens zusammen und dem medizinischen Equipment auf das Boot aufmachen. Und super cool, wie wir das hier alles sehen. Richtig geil gemacht. Nach oben fahren, um richtig Nova nice aus dem Dschungel zu holen.
Parallel werden wir probieren, über das Satellitentelefon noch Kontakt mit dir aufzunehmen, um zu schauen, was eigentlich los ist. Mental kannst du nicht mehr. Okay, wir sind so ungefähr in 20 Minuten, halbe Stunde da. Musst du dir keine Sorgen machen. Okay, alles klar, Noah. Bis gleich. Aber was genau ist eigentlich auf Seiten des Teams seit der Aussetzung passiert? Damit Notfälle aber auch vernünftig entgegengenommen werden konnten, war die Notfallzentrale im Camp 24/7 besetzt. Ausgestattet mit Computer für GPS-Überwachung, Satellitentelefon, um Anrufe entgegennehmen zu können und Sirene, um alle Teammitglieder schnell und einfach wecken bzw. in die Zentrale holen zu können, waren immer zwei Teammitglieder der Aufgabe. Boah, Dave, auch so ein Macher, Junge. Schaut ihn euch an. Zugeteilt, die Zentrale zu überwachen. In den verschiedenen Schichten musste man also immer bereit sein, den mehrfach während den Tagen geprobten und optimierten Notfallplan einleiten zu können, in der Base zu bleiben und genauestens zu wissen, was zu tun ist. Damit das Team im Notfall jederzeit erreichbar ist, mussten mehrere Wege der Kontaktaufnahme errichtet werden. Im Gegensatz zu Schweden gibt es auf San Jose nämlich keinen Mobilfunkempfang. Im Technikkoffer, den jeder... True. Bei Schweden hatte jeder ja so ein iPhone mitbekommen. True. Teilnehmer mitbekommen hat, befinden sich neben dem Kamera-Equipment ein SOS-Gerät und ein Satellitentelefon. Das SOS-Gerät muss zu jeder Zeit am Körper des Teilnehmers in direkter Griffnähe getragen werden, um im absoluten Notfall immer einen Code Red senden zu können, auch wenn man sich nicht im eigenen Lager befindet. Außerdem wird über dieses Gerät zweimal täglich der Code Green und wie in Novas Fall bei Abholung ein Code Yellow gesendet. Yes. Der Code Green ist der... Was wir noch gelernt haben, oder was ich mitbekommen habe in dem Podcast von Papa Platte und Reese, Edeltalk heißt er, da war Nova zu Gast mit ihrer Mom und da hat die Mom gesagt, dass diesen Code Green, alles ist okay, haben die Angehörigen zu Hause auch bekommen aufs Handy. Die haben dann quasi per WhatsApp oder wie auch immer auch diesen Code Green bekommen, zweimal am Tag und wussten, alles ist gut. Fand ich voll interessant, dass die Angehörigen quasi da so ein bisschen... Zumindest wussten, okay, alles ist gut. Der einzige Indikator fürs Wohlergehen der Teilnehmer. Und bei Ausbleiben eines Signals würde sofort Alarm geschlagen werden. Über das Gerät kann außerdem mittels GPS der Standort des Teilnehmers ermittelt werden. Wie geil diese Animation aussehen, ne? Getan wird. Das ist richtig krass. So kann man nicht nur sehen, ob der Teilnehmer sich noch bewegt und somit offensichtlich noch alles gut ist, sondern die Rettungskräfte wissen im Ernstfall auch genau, wo sie für eine Bergung hin müssen. Im häufig sehr dichten Dschungel ist das unheimlich wichtig, um entscheidende Minuten zu sparen. Safe. Vor der Aussetzung wurde wie bei allen anderen Prozessen die Handhabe mit dem Gerät natürlich genauestens erklärt. Wir gehen im Grunde alle Geräte, jeder Teilnehmer einmal durch und drücken diesen SOS-Knopf. Und das testen wir jetzt einmal. Was wir sehen sollten ist, idealerweise bekommen wir eine Nachricht auf unser Gerät, das wir in der Zentrale halten, plus eine Push-Benachrichtigung über einen Telegram-Bot, den wir extra installiert haben, weil wir keinen Mobilfunkempfang auf der Insel haben. Und auf dieser Karte sollten ebenfalls Nachrichten einkommen. Und damit wir alle Geräte testen, machen wir das jetzt hier mit jedem Gerät, und zwar gleichzeitig. Das bedeutet, dieses SOS wird jetzt gleich dann hier auf dieser Karte erscheinen, oder nicht? Exakt. Mit den GPS-Koordinaten. Genau, die Koordinaten werden auch mitgesendet. Allerdings tracken wir auch die genaue Position der Teilnehmer einmal pro Stunde. Das heißt, wir wissen ja, wo wir sie ausgesetzt haben. Dort werden wir sie dann auch wiederfinden. Wir sehen auf den Geräten überall, es gibt einen SOS-Sendevorgang. Jetzt heißt es abzuwarten. Das geht natürlich nicht so schnell zu Hause wie eine WhatsApp-Nachricht zu versenden. Wie lange dauert das in der Regel? Bei unserem letzten Test hat es 3 Minuten gedauert, eine Nachricht abzuschicken und 2 Minuten, die zu empfangen. So, was wir jetzt sehen, ist hier das Wichtigste auf unserer Karte. Also da sind schon mal 5 Minuten weg dann, ne? Aber gut, ey, so oder so, ich find's geil, wie durchdacht, wie sicher das alles gemacht ist. Weil wenn man das vergleicht, Staffel 1 war so larifari noch so im Vergleich, ne? Das ist schon krass. Die Teilnehmer haben Notfälle ausgelöst. Wir sehen es hier. Das Satellitentelefon, das wir immer am Mann tragen, hat ebenfalls Nachrichten bekommen in Form einer SMS. Wir hören uns jetzt um die ganzen SOS-Nachrichten rein. Und am wichtigsten, unser Telegram-Bot funktioniert. Das ist mit Abstand das, wo wir am schnellsten darauf reagieren können, weil wir einfach Push-Benachrichtigungen bekommen und natürlich hier maximal viele Leute benachrichtigt werden. Was wir jetzt sehen, das internationale Rettungscenter hat quasi bestätigt, dass der Notfall jetzt gerade bekommen hat. Hier ist es nur ein SOS-Test, den wir jetzt wieder abbrechen werden. Und der praktische Service hier mit der SOS-Taste ist, dass man mit einer international tätigen Einsatzzentrale verbunden wird, die weltweit Bergungs- und Rettungseinsätze koordiniert. Allerdings ist das hier nicht so nötig, weil wir selber ein professionelles Team vor Ort haben. Die sind super ausgestattet hier. Helikoptern und Medical Team. Also am Ende des Tages wurden die SOS-Knöpfe umprogrammiert, sodass der Notruf an uns geht, anstatt an das globale Rettungssystem. So in der Art kann man das sagen, ganz genau.
Zeit war jetzt 7 Minuten? Das waren 7 Minuten. Allerdings hat es auch nur so lange gedauert, weil wir die Geräte vorhin erst überdacht gelagert hatten, wo der Empfang nicht so groß war. Hier mit Sicht auf den freien Himmel ging es deutlich schneller. Das heißt, wir hoffen bei den Teilnehmern, dass sie den SOS-Knopf drücken, wenn sie freie Sicht zum Himmel haben bzw. am Strand sind. Dann geht es deutlich schneller. Was ist im Dschungel, wenn jetzt wirklich dichtes Blätterdach ist? Geht das überhaupt durch oder dauert es einfach länger? Boah, im Dschungel funktionieren die Geräte extremst eingeschränkt. Wir haben bei anderen Expeditionen das ist natürlich schwierig, ne? Hier in Panama die Erfahrung gemacht, dass so ein Signal durch das Blätterdach des Dschungels auch mal für 3 Tage komplett blockiert. Ey, das wäre natürlich Horror, ne? Aber gut, trotzdem, allerspätestens werden sie ja abgeholt, wenn sie kein Code Green senden, ne? Wenn der Code Green nicht ankommt, wären sie abgeholt spätestens. Also, ja, okay. Kopiert sein kann. Uff. Ja, ja das ist die bittere Realität. Was wir dann machen werden, tut jetzt einfach für die Ohren weh. Kurz Knossi Livestream. Lassen wir das einmal für den Test, aber dann weiß auch jeder hier auf der Insel, dass ein Notfall ausgelöst wurde. Und die Rettungskräfte machen sich auf den Weg. Über das zweite Gerät zur Kommunikation, das Satellitentelefon, kann der Teilnehmer direkten Kontakt zur Basis aufnehmen. Gerade bei Verletzungen oder allgemeinen Situationen, die Erklärung benötigen, ist das unheimlich wichtig. Natürlich wurde die Patrouille, welche wir im letzten Video erklärt und gezeigt haben, auch weiter durchgezogen. Im 2- bzw. 3-Schichtsystem haben sich immer jeweils ein Bootsfahrer und ein Teammitglied gegenseitig abgelöst und die Insel vom Norden aus bewacht, um fremde Boote fernzuhalten. Außerdem wurde der eben angesprochene Notfallplan mit verschiedenen Szenarien und Uhrzeiten jeden Tag neu geprobt, um wirklich auf alles vorbereitet zu sein. Dem reibungslosen Ablauf nicht unbedingt zuträglich war beispielsweise eine fiebrige Erkrankung unseres Notarztes Islam, worauf wir natürlich vorbereitet waren, was die Situation aber nicht einfacher macht. Ah, Mama! Aber auch gute medizinische Neuigkeiten wie das Verheilen von Johannes Wunder hatten zu verzeichnen, inklusive anschließender Fadenentfernung durch Max. Der war solid, oder? Der war stark. Das Militär, mit dem wir mittlerweile ja eine ziemlich gute Connection aufgebaut hatten, kam vorbei, um sich in der Hacienda ein Sandwich für ihre Mittagspause abzuholen. Ey, wie cool, Junge! Ey, ich mag, das ist voll so dieses Updating. Ich hoffe, wir sehen noch ein bisschen von Novas Abholung gleich, aber das ist voll so ein Updating, was ist passiert in der Zeit, wo die anderen Leute auf der Insel chillen, weißt du? Die kommen, um uns zu helfen oder um uns eine Ansage zu machen. Ich hoffe, dass Paddy die irgendwie angerufen hat und die jetzt irgendwie für uns hier so ein bisschen patrouillieren können mit. Und auch vor unserem Basecamp hat das Unwetter, mit dem die Teilnehmer an Tag 13 stimmt ja. Es donnert, es blitzt, es regnet wie aus einem. Das Team hat überhaupt kein Problem damit, wir genießen das. Anders sieht es vermutlich bei den Teilnehmern aus. Nein. Viel Spaß, Jungs und Mädels. Stimmt ja. Also auch abseits des ganzen Spaßes ist uns aufgefallen, dass das Wetter eine gewisse Ernsthaftigkeit mit sich bringt. Der Strom ist gerade in unserem kompletten Camp ausgefallen, dadurch auch das Internet. Und dadurch haben wir nicht volle Einsicht in... Und die denken halt, also die kriegen ja mit, wie heftig es regnet, ne? Und die denken sich, fuck, die schlafen da draußen. Unser GPS-Netzwerk, wo wir den Standort der Teilnehmer, die draußen sind, abrufen können, das ist gerade etwas problematisch und wir müssen schnellstmöglich eine Lösung dafür finden. Yes. Oh shit, der Blitz. Holy shit. Ja! Ja, wir sind hier gerade an Tag 3, wo die Kandidaten ausgesetzt werden. Bisher hatten sie ziemlich Glück mit dem Krass Wetter, auch, aber Mann. Jetzt bricht es gerade aus allen Wolken. Ich hoffe, die Shelter, die Kandidaten gebaut haben, halten das jetzt aus. Wir haben natürlich eine erhöhte Gefahr, dass jetzt jemand irgendwo sagt, dass er abbrechen wird. Jetzt wird es richtig heftig. Teilnehmer ausgesetzt. Der erste Tag vergeht. Code Greens. Der zweite Tag vergeht. Nur Code Greens. Tag 3, nur Code Greens. Und wir dachten schon, fuck, wir haben es zu leicht gemacht. Die werden es alle schaffen, die werden sich da schützen. Nee. Ey, wenn man die Aufnahmen bis jetzt gesehen hat, ein Medipack ist schon auf. Gut, Nova ist jetzt raus, aber das ist ja da noch nicht passiert jetzt gerade. Und Splitterverletzungen, aufgeschürfte Sachen, Leute essen nichts, haben Durchfall, haben wirklich Probleme mental. Es ist viel schwieriger als Staffel 1. Ja, wir unter den Palmen vergnügen. So, das ist nicht hart genug gewesen. Wir, ne, wir hatten ja nur den Vergleich zu letztem Jahr, wo zu dem Zeitpunkt dann schon 3 Leute raus waren. So, und zu dem Zeitpunkt dann noch alle drin. Was natürlich cool ist für die Teilnehmer, aber unter Umständen schwierig für die Serie, um die Spannung irgendwie aufrechtzuerhalten. Weil wenn du nicht diese Gefahr hast, dass Leute ausscheiden können, dann ist es halt eher so ein Urlaub. Ne? Und dann kam Tag 4. Das war der Tag, an dem wir unseren ersten Code Yellow erhalten haben. Code Yellow. Von wem? Nova.
Das Gute an der Situation war, Nova hat sich gemeldet. Wir hatten eine Verbindung auch über Satellitentelefon. Ja. Der Arzt ist rangegangen. Wir wussten, es ist kein medizinischer Notfall. Das heißt, wir hatten nicht den ultimativen Stress, aber es war natürlich auch für uns ein Test, wie schnell wir am Ende per Boot zumindest bei einem Teilnehmer sein können. Wir sind hier unten mit der Hacienda. Das heißt, das Boot wird hier diese Küste entlang fahren. Und das Gute ist, dass wir nur den Spot von Fritz und von Otto passieren werden. Das heißt, die anderen Teilnehmer werden davon auch was mitbekommen. Ja, ich bin gespannt, ob Fritz und Otto das wirklich gesehen haben, weil gerade Fritz und Otto relativ wenig an ihrem Strand gechillt haben, sondern halt logischerweise mehr in Richtung Meer waren, mehr in Richtung Wald waren, im Dschungel mehr waren und eher im Landinneren sich aufgehalten haben. Das heißt, vielleicht haben sie davon tatsächlich nichts mitbekommen, weil die wirklich die beiden mit am wenigsten an ihrem Strandspot gechillt haben. Das Team hier vor Ort hat performt, alles lief wie am Schnürchen. Ein Team ist losgezogen zu den Bootskapitänen, hat die wach gemacht, hat gesagt, wir müssen los. Die wussten, was zu tun war. Go. Boah, man hört's echt. Also Nova ging's wirklich nicht gut. Boah. Okay. Alter, Junge. Oh, ich finde gut, dass Dave auch direkt dabei war. Weil Nova und Dave kennen sich auf jeden Fall auch irgendwie noch ein bisschen mehr als die anderen vielleicht. Und dann ist es für sie auch nochmal gut gewesen, quasi einen Freund da zu haben. So, dann eine sehr vertraute Person. So. Oh Mann, da werde ich doch emotional, wenn ich das sehe. Ich hätte erstmal, ganz ehrlich, ich hätte erstmal eine Runde gekotzt auf dem Boot, Junge. Holy shit, ey, mir wird so schon schlecht und wenn ich dann eine Woche nichts gegessen hab, Digga, dann tschüss. Sag ich, wie es ist. Lego. Oh, sie ist so glücklich, ne? Junge, ich würde mich so freuen, auch auf Duschen, Zähne putzen, Gesicht waschen. Boah. Also wirklich all die, die das durchziehen. Also, das ist so viel Zeit, wo du komplett alleine bist. Krass, ja. Und du hast da kein Entertainment, gar nichts. Und wenn ich mich da hinsetze, guck ich Outer Banks oder so auf Netflix, weißt du, so. Aber das... Oh, wie schön sie empfangen wird. Ach man, das freut mich gerade voll. Das freut mich richtig gerade, muss ich sagen. Oh. Egal. Oh. Ey, oh mein Gott, Junge, boah, ey, ich wäre so vorsichtig mit Essen, ne? Ich würde ganz klein bisschen, ganz bisschen was essen. Ich hätte aber so Angst, dass es mir direkt den Magen verdirbt, weil der Magen ist halt komplett leer, ne? Und check gar nichts, was abgeht jetzt. Essen, ich hab von Spaghetti geträumt. Boah, sieht schon richtig geil aus. Boah, sieht das lecker aus. Das muss so krass sein, Junge. Lecker.
krass, Mann. Was machst du jetzt nach dem Essen? Schlafen, duschen. Duschen, ja, ja, safe. Duschen, Junge. Dann rein. Eine frische Unterhose, frische Unterwäsche, frische Klamotten. Und dann 18 Aperol saufen. Junge, wie cool war diese Behind-the-Scenes-Folge? Die hat mir voll so ein schönes Gefühl gegeben irgendwie. Ich hatte mir erhofft, dass wir noch ein bisschen mehr von Novas Rückkehr sehen. Also wie sie sich fühlt und keine Ahnung. Das haben wir jetzt in den letzten 4 Minuten noch bekommen, was trotzdem noch völlig fein war. Es war aber auch super interessant zu sehen, wie das Team nochmal so erklärt hat, wie safe gegangen wird, dass die Notrufe ankommen, etc. Und wie gesagt, man hat den Vergleich zu Staffel 1, wo man sich jetzt denkt, wie konnte man das in Staffel 1 so Larifari quasi machen. Das war auch ein gutes Sicherheitssystem, aber da hätte ja so viel anderes schief gehen können, womit man hier gar nicht in Berührung kommen kann, weil das hier so gut geplant ist. Richtig, richtig coole Behind-the-Scenes-Folge. Ich freue mich so für Nova, dass sie so gut empfangen wurde und dass sie jetzt auch noch... keine Ahnung, 4 Tage halt durchgehalten hat, was richtig krass ist eigentlich. Und ich bin super gespannt auf die nächste Folge und auf die übernächste Folge. Wir werden, wie gesagt, morgen die nächste Folge und die übernächste Folge direkt abchecken. Ich freue mich richtig. Das heißt, wir haben einige Videos, die kommen. Und ja, ich freue mich sehr, dass ihr alle so am Start seid. Habt einen wunderschönen Tag. Bleibt alle einfach mal so fresh und gut aussehen wie immer. Und dann sehen wir uns. Ciao, ciao.